Ehrlich, Full Clip? Yeah! Okay. Full Clip, ich fang an mit nem stumpfen Verse. Bei dir bleibt die Crowd motivationslos, wie das Nummern-Girl. Zieh dir das rein, dann zieh das besser. Ganz egal, was du mir jetzt für einen Stress machst. Er will gar nicht betteln, wird auf jeden verlieren. Er kam hierher und wollte ein bisschen Federball spielen. Dann hat er gemerkt, hier ist ein Battle-Turnier. Und jetzt verlierst du den Crash-Mann, hier. Ja, Crash Bundy. Ist das ungefähr der Typ, der mit Kelly gefickt hat oder Andy? Der gar nicht klarkommt auf die Scheiße. Ist mir völlig egal, Mann, bring was, sei leise. Ist kein Ding, deshalb boxe ich den Spaß. Du bist höchstens gefährlich, wenn du Bodyslam machst. Hä? Du fette Sau, du kannst den Schwanz lutschen im Backstage-Raum. Ja, ganz ehrlich, ich mach das stanky. Leg, denn du bist wack wie deine Yankees. Cap, so sieht das aus, Mr. C. Da besseren Flow und kommt besser auf jeden Beat. Ey, sei mal besser still. Bundy, der dich killt, der Typ hat Fettarme. Ich rede nicht von Milch, okay? Ey, check den Scheiß auf. Pass gut auf, Mann, du gibst den Geist auf. Ja, tut mir leid, ich bin ein Neger. Ich check deinen Scheiß nicht aus, ich bin nicht dein Pfleger. Also hol ihn ran, lass ihn dir die Windel wechseln. Mr. Seed wird dich klein häckseln. Ey, yo, pass gut auf, Soulman Caesar, du hast nur Petersilie als Drogendealer. Ziemlich schlecht von dir. Ey, check das hier, du wirst jetzt gegen Crash verlieren. Endlich mal eine gute Line, die ging grad so. Doch Durst ist der Unterschied zwischen Weed und Oregano. Dass man kaufen kann beim Scheiß-Dealer. Und ich kenn ihn persönlich, Props zu Dealer. Ja, das stimmt, lieber ist man konsequent und bringt in einem Battle keine Zeile, die brennt. Da hast du wirklich recht, da bist du besser als ich, denn du hast wirklich schlechter gespittet gekickt. Und gleichzeitig das letzte Battle des großen Achtelfinals. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich ins Viertelfinale begeben, dann sind nur noch 8 dabei. Ich meine, es geht ja schließlich um einiges. Die Jury, bitte. Okay, wir hätten gerne eine A Cappella-Runde. Alles klar, das ist nichts Neues. Aber das zeigt einfach auch nur, wie close das Ganze hier ist, wie gut unsere Teilnehmer sind, wie toll wir die ausgewählt haben. Yo, ist kein Ding, Digga, ich burn Spasten. Wie dich, ich schleuder dich ganz locker gegen's Turnbuckle. Okay, pass gut auf. Deine Schwester hat ihre Tage, die Nutte. Und das weißt du, weil dein Schwanz von dem Vater nach Blut schmeckt. Hey, das gebe ich gern zurück, Genosse. Du hast deinen Dad schon immer gefragt, warum der Schwanz so sehr nach Scheiß gerochen hat. Das liegt ganz einfach daran, yes, ja. Vorher wollte 20 Euro haben, deine Schwester. Ja, Digga, das stimmt. Das mit der Scheiße passiert nicht ohne einen Grund. Ich hab ihn gefragt und er sagte, Sohnemann, ich hab den Soulman gebumst. Und du hast immer viel Scheiße in deinem Arschloch. Ich sag dir die Zukunft voraus, du verlierst, Nostradamus. Ja, die Sache ist, glaub ruhig an Wunderkid. Nostradamus hat auch gesagt, dass vor 10 Jahren England untergeht. Ich wette, du spielst auch Lotto, doch du bist und bleibst von hinten wie vorn ein Otto. Ja, okay, sie haben den Untergang vorausgesagt, was dann viel enttäuschte, aber ist kein Ding, denn dasselbe passiert dir heute. Also habe ich die Rechnung wieder ausgeglichen, dich hier rausgeschmissen, du kannst später mir einen kauen, du Bitche. Was passiert hier heute? Wen lieben die Leute? Die Sache ist noch immer Mr. Seedus, der Meutes, größter Fan, deswegen ist die Sache, wer bringt Onkel Pillow mehr zum Lachen? Tja, das ist die Frage, warum immer Pillow? Ne? Warum immer Pillow? Pillow? Ich Weil ich den erst mit der Stimme erkannt habe, so dünn wie der ist. Naja, der Digga, ja. Ich bin nicht alleine in der Jury, Alter. Aber wir tun uns schon wieder schwer, warte mal kurz. Ja. Es ist nicht leicht. Okay, die Jury hat eine 2-2 Stimmung. Und zwar können wir auch mal sagen, der gute Toxic und ich waren für
Mann, für Crash Bundy und KD Beats und der gute Jiggity waren für den Soul-Kollege hier. Soulman, ja, ich weiß, wie der heißt, Mann. Ja, ja, danke. Ja, ja, ich weiß, wie du heißt, Bruder. Danke, merke ich mir. Ja, okay. Ja, ey, es bleibt nichts über außer Publikumsentscheid, Bruder. Was soll ich dir sagen? Ja, bevor wir uns hier boxen. Hier! Ja, ihr könnt euch, auch boxen. Nein. Wer von euch ist für Crash Bundy? Wer ist für Soulman Caesar? Wir müssen eine Arme machen. Wir müssen Arme machen. Alle Arme hoch für Crash Bundy. Alle Arme hoch für Soulman Caesar. Ja, Caesar ist weiter.